Habt ihr vor, mit der Fridays for Future Bewegung auch noch einiges mitzumachen, da dem weiter nachzugehen, was da passiert? Also ja, ich denke schon, wir haben ja, unser Ziel war ja eigentlich auch, dass wir mit auf jeden Fall alle mal demonstrieren gehen, also zu Fridays for Futures gehen. Und es hat aber von der Schule ist es nie so gut ausgegangen. Aber wir haben es halt auch mit dem Video dazu gebracht, dass es jetzt eben in Braunau vor 2 Wochen auch das erste Mal Friday for Future gegeben hat. Und da waren wirklich viele Leute, also es haben sehr überrascht. Es waren wirklich viele Schüler und ja, und wir haben sehr froh, dass das geklappt hat, dass wir da neben uns drin gegangen sind. Und es hat auch funktioniert, dass wir das jetzt öfters machen. Also so viel war es, war jetzt letzten Freitag, also jetzt wie frei war, auch wieder eine Aktion. Und zwar Friday for Futures mal anders. Da sind wir Müll sammeln gegangen an gewisse Orte. Und ja, also wir wollen damit erreichen, dass wir das öfters machen und einfach der Politik einen kleinen Rutsch geben, dass sehen, dass wir was dann und dass die ja eigentlich mal was da könnten. Ich glaube, dass uns jetzt allen klar ist, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, unseren Planeten zu retten. Und ich glaube, dass es uns auch jetzt klar ist, dass es jetzt an uns liegt, was wir mit dieser Zeit machen. Ob wir die Chance ergreifen und unseren Planeten retten oder ob wir die Chance nicht ergreifen und unseren Planeten damit zerstören und die Menschheit damit untergehen lassen. Ich meine, wir gehen in die Schule jeden Tag und wir lernen, oder nicht? Aber für was? Die Antwort ist klar, für die Zukunft! Aber was, wenn wir keine Zukunft haben? Versteht mich nicht falsch, aber wenn jeder Mensch auf dieser Erde jeden Tag kleine und gute Dinge für unsere Umwelt tut, dann können wir es schaffen, dann können wir die Erde retten. Wobei ich noch gern fragen möchte, jetzt ist ja schon der Sommer, da fährt jemand von euch diesen Sommer ins Meer? Ja. Wie gern? Hände heben sich? Ja, du. Ja. Pass mal auf. Okay, dann stell dir bitte vor, wie du durch das Meer schwimmst und die Sonne auf dich herabstrahlt, aber dann plötzlich berührt dich etwas. Ist es ein komisches Wassertier? Nein, es ist Plastik. Wegen solchen Plastikhaufen sterben unzählige von Menschen und diese Plastikhaufen verursachen wir Menschen. Also bitte, seid nett zueinander, fährt mit dem Fahrrad statt mit dem Auto, verzichtet auf Plastik und ist das wirklich so schwer? Das Gymnasium Braun ist fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam eine bessere Zukunft schaffen können. Und eine bessere Zukunft, das war auch unsere Motivation zu diesen Kurzfilmen. Danke. Ja. Für die Zukunft und für unsere Kinder, damit unsere Kinder eine gute Zukunft haben werden. Dankeschön. Bravo, Applaus bitte.